Hallo und herzlich willkommen, werte Taktikfreunde, zu einer weiteren Folge XCOM auf meinem kleinen Kanal mit einer weiteren Rookies, die zu einer hoffentlich einfachen taktischen Mission standen. Ja, wie gesagt, das Ganze kommt auf meinen Kanal und ich bin am Überlegen, ob ich diese eher uninteressanteren Folgen mit in die Playlist aufnehmen oder ob ich dann nochmal eine zweite Playlist mache mit komplett oder so. Wird sich zeigen. Ah ja, die Panzermap. Sehr cool. Diesmal habe ich sogar, dadurch, dass ich ja die Soldaten mit relativ wenig Aim jetzt nur noch übrig habe, habe ich sogar zwei dabei, die richtig gut flanken laufen können. Ihre Namen habe ich mir leider nicht gemerkt, aber es sind schon Namen. Okay, wir haben hier hinten einen Eingang. Was mir nicht so richtig gefällt, weil hier stehen die Sandsäcke verdammt doof. Und hier hinten kommt man nicht so wirklich rum, richtig? Genau, da ist nämlich Ende Gelände. Und wir haben auch keine Granate, die uns irgendwie ermöglicht, hier diese Wand wegzusprengen oder sowas. Das heißt, wir werden uns erstmal irgendwie hier orientieren müssen und dann vielleicht an den Panzern vorbeischlängeln. Aber wir schauen erstmal, ob wir irgendwo auf der Karte schon Meld entdecken. Weil wir sehen ja schon halbwegs weit. Nö, okay. So. Ich habe wieder wo ging natürlich die... das heißt natürlich, habe ich ja die fast letzte Mission immer gemacht, Laser Sights mitgenommen. Einfach weil halt diese Leute grottenschlecht treffen. Aber so ist das nun mal mit Rookies. Und... ja, wir werden dann halt einfach schauen müssen, dass wir nah rankommen, dass wir flankieren und so weiter. Also alles, was dieses Spiel eigentlich interessant macht, außer den Spezialfähigkeiten, weil die dürfen wir noch nicht einsetzen. So, ich werde mich auf jeden Fall hüten, jetzt hier schon neues Zeug zu triggern. Das heißt... meine Leute kommen hier tendenziell erstmal eher hinter das Auto. Das ist auf jeden Fall einer meiner Flankenläufer. Petrucci. So heißt auch ein Gitarrist, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum. Bin nicht so gut mit Namen. So. Das war das. Oh Gott. Ich weiß, glaube ich, zu wem diese Stimme gehört. Und ich will sie ehrlich gesagt... diese Mission nicht treffen, weil nur mit Rookies wird das schmerzhaft. Aber wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Wenn einer stirbt, dann meine Güte. So, hier hinten geht es auch nirgendwo durch. Das heißt, wir können nur durch diesen Eingang hier gehen. Ja, dann würde ich halt mal sagen, Flankenläufer vor. Obwohl die Leute gerade echt bescheiden dafür stehen. Das sieht auf jeden Fall nix erstmal. Das heißt, wir gehen mal noch dorthin. Und immer noch nix. Okay. Was ich ihm nicht übel nehme, weil es mir ziemlich recht ist, dass wir hier noch keinen getriggert haben, weil, wie gesagt, die Ausgangslage in diesem Fall echt bescheiden ist. Okay. Ich würde hier auch möglichst nicht lange in der halben Deckung verweilen. Ich ziehe jetzt die Leute nur erstmal vor, damit Petrucci hier möglichst weit rauskommt. Sonderlich weit ist das zwar auch noch nicht. Was ein bisschen enttäuschend ist. Na, dann ziehe ich nachher erstmal den Tier ab. Oh mein Gott, ich habe ein wenig Angst um die Leute hier. Wenn es richtig doof kommt, könnte es sogar sein, dass wir unseren ersten Squad-Wipe, also ein komplett verlorenes Squad erleben, aber das... ich will es ja nicht beschwören. Und Kalinowski geht auch mal da drüber. Okay. Ich denke hier auf der Seite 3 und auf der Seite 3 und dann passt das. Und ich habe auf jeden Fall Schritte gehört, das heißt Thin Man, und die Gegner befinden sich irgendwo da drüben. Das heißt, wir befinden uns hier in einer schlechten Position.
und sollten uns eher Richtung da aufstellen. Das Problem ist, dass unsere drei halbwegs Fußlammen hier nicht so nicht weit kommen. Nein, Petrucci kann nicht der Runner sein, aber er hat die Battlescanner Nate. Wunder über Wunder. So, Miller geht erstmal bis dahin vor und sieht noch nichts. Ich habe jetzt auch total verpasst, also ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, was es angezeigt hat, von wo das Meld kam. Was ziemlich ärgerlich ist. So, Kalinkowski kann bis hierhin und es müsste eigentlich auch fette Deckung geben. In zwei Richtungen, das heißt, das ist eine sehr gute Ecke. Motar. ein Lied von Offspring. Sehr cool. Das ist mein Lieblingslied. Aber lang, lang ist's her. Tja, ob ich nur ihn ranziehe oder sie. Okay. Machen wir das mal mit Miller. Schauen wir mal, was da kommt. Nichts. Sehr schön. Das heißt, wir ziehen Hossein bis hierhin. Sollte dann um die andere Richtung schießen können. Potenziell. Und Petrucci, der Mann mit dem Battlescanner. Tja. Nicht davor, dahin. Schauen wir einfach mal. Niemanden aufgedeckt. Und das gilt als Erfolg. Okay. Ich weiß, also wenn die Gegner wirklich dort sind, sind wir halt gerade sehr schlecht aufgestellt, weil drei von uns auf jeden Fall nicht in diese Richtung schießen können werden. Das heißt, ich würde Fernandes mal tendenziell noch mit dorthin bewegen, in der Hoffnung, nichts von vorn zu triggern. Und das sieht ganz gut aus. Aber ich höre Geräusche von rechts. Das heißt, da werden auf jeden Fall die Thin Men irgendwann zu holen sein. Okay, was wir jetzt machen, ist folgendes. Petrucci nach dort bewegen. This is a disturbing sight to say. Jawohl. It's hard to differentiate where the organic material ends and the machine begins. Okay. Sehr merkwürdig, die Floater haben sich nicht bewegt. Also das sind Floater, die zweiten fliegenden Einheiten und aufgrund dessen, dass sie fliegen, sehr ekelhaft. Tja, beschieße ich jetzt den ersten einfach mal. Wie weit komme ich mit der restlichen Truppe? Das Problem ist, dass sie auch, also dass Floater sehr schnell und wendig sind. Das heißt, die kommen auch leicht in irgendwelche Flankenpositionen. Das heißt, ich würde eigentlich eher versuchen, sie hierher zu locken. Von hier kommt erstmal nichts. Das heißt, ich stelle mich mal bisschen so auf, dass ich sie hier erwarten kann. Und dann würde ich mich mit Petrucci einfach mal ein Stück zurückziehen. So. Und zwar nach da, wo er herkam. So. Das wäre das. Kalinkowski muss jetzt auf jeden Fall mit vor, weil die Floater werden dann kommen. Zweifelsohne. Und Motor. Da denke ich einfach mal ein Stück zurückbleiben und schauen, dass wir da nichts in die Seite bekommen. Und jetzt ist Floater Time. Erster Schuss daneben. Wie gesagt, fliegende Ziele. Aber dass alle drei Schüsse daneben gehen, ist natürlich schon ein bisschen ekelhaft. Aber jetzt kommt noch der vierte. Und ebenfalls daneben. Ja, also das bringt uns der April. Mehr Floater. Also mehr böse Aliens, in diesem Fall Floater. Immerhin können alle jetzt irgendwie ein bisschen schießen.
Also alle dürften irgendeinen Gegner sehen. Wenigstens den hier vorne. Ich vergesse, wer kann die hinten sehen? Hossein und sehr wahrscheinlich auch Petrucci. Naja, Petrucci dürfte es dann, wenn er sich hier vorbewegt. Die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen. Weil die Flaute können dann einfach hier rübersetzen und sind dann in der Flanke. Na, ich kümmere mich erstmal um den hier vorne. Lara Mota ist auf jeden Fall flankiert. Und sollte sich eigentlich besser irgendwo hierher bewegen, anstatt überhaupt irgendwie zu schießen. Oh shit. Und sie frisst das Overwatch-Feuer. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht weiter weg ist. So. Das waren 5 Schadenspunkte. Und da kommt der nächste Schuss. Und... Tja, unseren ersten Fastausfall. Und auf jeden Fall wird Lara Mota jetzt eins der prädestinierten Ziele der Floater sein. So, schauen wir erstmal, was wir gegen den Floater machen können, weil irgendwie müssen wir ihn abhalten, zurücktreiben. Die Flashbang könnten wir schauen, ob wir die hier oben überhaupt drauf kriegen. Kriegen wir. Wir könnten unter Umständen sogar die beiden hinten flashen. Das heißt, ich würde eigentlich eher erstmal schauen, dass wir den hier oben kriegen. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst ihn noch sehen. Los geht's. Jawohl! Wir haben noch kein einziges Mal getroffen. Was natürlich sehr glorios ist. So. 4 Schaden. Die Frage ist, wenn Petrucci sich jetzt irgendwie ein bisschen hier wegbewegt, ob er dann den Floater da oben sehen kann und vielleicht sogar drauf schießen. Das wäre mir eigentlich sehr lieb, weil dann könnte ich versuchen, mit Miller hier hinter zu gehen, die Flashbang auf die beiden Floater hier hinten zu werfen, nämlich da oben auf die Kiste drauf, und dann wären die in ihrer Bewegungs- und Schussbla schon mal sehr eingeschränkt. Ja, ich denke, das müssen wir jetzt einfach mal riskieren. Weil der vorne sollte sowieso nicht mehr so viel treffen. So, ab geht's. Und dann haben wir ja, nur noch Finman etc. vor uns. Ja, also Spaß überall. Ich versuche herauszufinden, wie wir uns bewegen müssen, dass wir ihn sehen können. Ich hoffe mal, ich mache jetzt keinen Fehler, aber ich würde einfach mal hierher gehen. Jawohl, sehen wir. Nur 38%. Aber den müssen wir jetzt mal wagen. Und unser einer Flankenläufer, Petrucci, hat schon mal einen Kill bekommen. Was natürlich sehr schön ist. So, die beiden Floater dürften sie jetzt nicht weit bewegen können. Aber das wollen sie auch gar nicht. Sie wollen lieber mit wenig Prozent Chance zu treffen schießen. Was natürlich von meiner Warte aus sehr positiv ist. So, sie zu flankieren ist eigentlich im Moment keine Priorität. Das Einzige, was wir machen könnten, ist halt möglichst nah rankommen. Aber ich sehe nicht, dass wir irgendwie diese Runde mehr als einen von ihnen vom Himmel holen. Und selbst dann können wir uns wahrscheinlich schon glücklich schätzen. Den hinteren, der soll es dann anscheinend sein. Dann los. Oh, sehr schön. Na, vielleicht können wir auch den einen schwer verwunden und einen anderen vom Himmel holen. Das war übrigens ein Karabiner Critical. Das heißt, der macht 4 Schaden. So. Ja, dann versuchen wir doch hier die 43% zu kriegen. Okay, so. Wo haben wir noch eine Granate? Wer möchte 2 Kills mit einer Granate abräumen? Ja, gar keiner, weil wir haben niemanden mit Granate. Hossein hat noch keinen Kill gemacht, logischerweise. So, es ist im Prinzip auch egal, welchen von beiden wir nehmen. Na, ist nicht ganz egal, wenn wir mal den nehmen. Versuchen. Okay. Akzeptabel.
die Frage, wie gehen wir weiter vor? Kalinkowski kommt auf jeden Fall hierher und gibt Overwatch, falls irgendeiner meiner beiden geflankt werden sollte. Lara Mota heilt sich selbst durch meine zugegeben relativ dumme Aktion vorne. Hat sie da schon ziemlich große Chancen verspielt. Und Petrucci geht hier in die Flanke und gibt einmal Overwatch, bitte. So, jetzt ist der Battlescanner abgeklungen. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt bewegen wollen, ob sie uns irgendwie flankieren wollen. Wollen sie nicht. Sie wollen weiterhin einfach ballern. Was ich ihnen jetzt auch nicht so übel nehmen kann. Okay. Ja, Meld ist jetzt angesichts der Opposition hier, glaube ich, erstmal relativ egal. Wir schauen einfach, dass wir uns hier ein Stück weiter bewegen können, damit wir mehr Leute hierher kriegen, sollte es nötig sein. So, dann nehmen wir natürlich den, der 55%ig getroffen wird. Und in dem Fall hat es sogar geholfen. So, Kalinkowski hierher. Und nimmt sich den zweiten vor. Okay. So, jetzt kann das Ganze mal wieder ein bisschen zur Normalität werden. Also ich denke, diese Folge werde ich dann doch eher auf Simons Kanal hochladen. Ihr werdet ja dann sehen, wofür ich mich letztendlich entscheide. Weil das erste Auftreten von Floaters, denke ich, kann man schon ja dementsprechend anbieten. Und ich warte mal noch eine Runde mit dem Battlescanner. So, Lara Mota ist wieder halbwegs im Einsatz. Das heißt, wir gehen hier vor. Aber ich würde nur für den Fall der Fälle mal hankern und mich dann eher Richtung vorn orientieren. Puh. So, das war ja mal ein Anfang. Bescheuerte Positionierung. Oh Gott. Genau diese Stimme, die jetzt immer noch da ist, das sind meines Erachtens nach Floater. Das heißt, wenn es ganz blöd kommt, kriegen wir sogar noch einen Pack Floater. Das heißt, ja, umso langsameres und bedächtigeres Vorgehen. Auch wenn euch das jetzt vielleicht vom Zuschauen her nicht so antören wird, aber einen Totalausfall muss es meines Erachtens nach hier nicht unbedingt geben. Ich frage mich, ob wir das zweite Meld schon irgendwo sehen, weil, wie ihr ja bestimmt jetzt schon wisst, beziehungsweise hier auch seht, man kann relativ viel sehen und angesichts dessen, also auch wo man halt noch nicht ist, angesichts dessen, dass sich das Meld halt dreht wieder, kann man es auch relativ ja, gut einfach finden. So. Wer braucht denn noch eine Runde zum Nachladen etc.? Petrucci nicht unbedingt, hat noch 2 bis 3 Schuss. Hossein auch nicht. Ja, das heißt, ich würde einfach sagen, dass wir mal 2 Leute davor bewegen. Kein Trigger, sehr schön. Mota kann dann auch mit hier rüberkommen und wir bewegen uns nach hier mit Fernandez. Ja, aufgrund der ganzen Aufregung habe ich jetzt natürlich auch schon wieder, wie schon bei der letzten Mission, den Überblick darüber verloren, wer alles einen Kill gemacht hat. Einer war auf jeden Fall Petrucci, einer war sie und ich denke, einer war er, genau, und das müssten unsere 3 gewesen sein. So, Miss Mota kommt hier mal schön hinterher. Ehemaliger Medic. Ich muss dann eigentlich mal noch schauen, wo unser zweites Medkit, bei welchem Charakter das sitzt. Das sitzt hier bei Kalinowski. Okay. So, gehen wir mal noch Overwatch von hinten, auch wenn hier eigentlich nichts kommen sollte. Ja. Das sind Floater. Es freut mich. Außerordentlich gar nicht. Und da ist ein Meld zugegangen. Das heißt, das hier hinten haben wir immer noch.
wir haben Petrucci hier, der Battlescanner werfen kann, der aber auch gleichzeitig in keine so sinnvolle Position dafür kommen kann. Wir bewegen ihn einfach mal nach hier und dann geht der Battlescanner los. Naja, was soll's. Weiter kommen wir halt nicht. Und es sind keine Aliens zu sehen. Sehr schön. Okay. Das gibt mir doch persönlich wieder ein bisschen Hoffnung. Ich bewege mich trotzdem weiterhin von Deckung zu Deckung. Und hier werden wir erstmal schauen, bevor wir uns trauen. Verdammt! Tja, gute Nacht, Marcos Fernandez. Von drei Flottern geflankt bedeutet normalerweise nichts Gutes. Das heißt, wir holen einfach die anderen Leute möglichst schnell hinterher, in der Hoffnung, dass er nur kritisch verwundet werden wird, denn ich rechne nicht damit, dass er irgendwie noch durchkommt. Wir haben jetzt auch keinen, der overwatchen kann. Das heißt, ich habe einfach den Battlescanner ziemlich doof geworfen. Hätte ich ihn von hier geworfen, wäre alles gut gewesen. Und ich komme nicht mal ran für eine Rauchgranate. Naja, okay. So sterben Rookies. Schade, aber ist so. Oh, einmal Overwatch, okay, das ist schon mal was. Einmal Feuer daneben. Und einmal Feuer, Treffer. Und komplett tot. So, die Panic Chain unterbricht sich immer nach einem. Was doch insgesamt sehr positiv ist. So, wir haben auch keine nennenswerten Granaten mehr. Wir können mal versuchen, den Overwatcher ein bisschen zurechtzustutzen. Ansonsten ist die Deckung hier halt, ehrlich gesagt einfach nur mies. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Floater... Ich will nichts freuen. So. Und Hossein, damit sie überhaupt irgendwas machen kann, overwatcht von hier. Ja, und Petrucci von hier, warum nicht? So, tja, ich dachte, naja, noch ein paar Sektoiden und Thinmen, was soll's. Aber, ich denke, ich habe einfach missachtet, dass die Aliens, auch neue Ressourcen mit Anfang des Monats wahrscheinlich gekriegt haben. Und dementsprechend gibt es hier eine volle Deckung. Unterdrückungsfeuer ist okay. Kann ich gut mit leben. Und das muss aber ein Treffer werden. Jawohl. Nur noch zwei Lebenspunkte. Das heißt, der trifft auch nicht mehr so prall, aber flankiert uns. Ach, okay. So. Das heißt, wir haben jetzt einen Overwatcher da in der Luft sitzen, den wir nur mit katastrophalen Trefferchancen überhaupt treffen. Aber er muss halt erstmal ausgeschaltet werden, bevor wir überhaupt was machen können. Außer versuchen auf ihn mit Pistole zu schießen oder sowas. Mota ist wieder am Start, aber nur mit sehr geringer Trefferchance. Achso, weil sie vorhin schon mal getroffen wurde. Tja. Eigentlich ist der flankierende Moment fast wichtiger. Weil ich mich da auch wegen des Unterdrückungsfeuers nicht wegbewegen kann. Das ist durchaus eine Weisheit, die so zuwürdig ist. Wenn man sie nicht treffen kann, dann kann man sie auch nicht töten. 22%. Ist einmal mehr als ein Fünftel. Okay, und jetzt haben wir ein großes Problem.
Ich kann auf die Pistole wechseln. Da hat immer noch eine 38% Chance zu treffen. Und viel anderes wird mir auch nicht übrig bleiben. Das heißt, ich versuche das einfach mal. Okay. Nur ein Treffer. So. Ja. Und mit ihr brauche ich es eigentlich gar nicht versuchen. Das heißt, Lia Miller wird einfach hankern. Und der letzte Floater macht einen Spezialangriff. Das machen sie sowieso sehr gern. Und zwar, indem er irgendwo runterkommt, wo er in aller Leute Flanken sitzt. So, dann schauen wir mal, was die anderen machen. Die können sich auch fast in Flanken bewegen. Ich würde sagen, das sieht sehr gut für uns aus. Nicht. Immerhin bleiben die Floater jetzt am Boden, was uns das Zielen, wenn wir Flanken laufen, ein bisschen vereinfacht. So, das heißt, wir können mit Lia Miller nach hier gehen und den einen flankieren. 70% Chance zu treffen. Gegen Floater wird es sowieso nicht besser. Puh. Irgendwann würde sich wegbewegen. So, haben wir hier irgendwo noch eine Granate? Nein, haben wir nicht. Aber... Nee. Petrucci hat auch... Tja. Ist der Einzige, der diesen Floater überhaupt erreichen kann. Und gleichzeitig ist das Problem, dass er hier direkt vor unserer Nase rumtanzt. Und das mit einer Lara Mota, die nicht wirklich gut im Treffen ist im Moment. So, aber von hier müssten wir ihn eigentlich auch sehen. Der wird sich auf jeden Fall wegbewegen, der hier hinten. Die Frage ist nur, wohin? Das heißt, wir bewegen Hussein mal hier rum. So, 37% Chance aus einer flankierten Position wollen wir eigentlich nicht nutzen. Das heißt, ich würde tendenziell eher hier hingehen und einmal Overwatch geben. So, und Petrucci. Wir haben hier halt immerhin noch einen, der nichts kann, weil er ein leeres Gewehr hat. Sich dementsprechend nach hier bewegen wird und nachladen. Ich bin aber jetzt am Überlegen, ob wir Petrucci hier reinziehen. Oder mit draußen lassen. Es wäre auf jeden Fall eigentlich wünschenswert, wenn er auch noch Overwatch geben würde. Aber angesichts dessen, dass sein Gewehr sowieso leer ist. Hm. Ja, ich denke, ich werde die Tür aufmachen. Hoffentlich keine Sektoiden drin entdecken. Sehr schön. Und hier reingehen. Und nachladen. Und dann werden uns die Floater ordentlich einkreisen. Und zwar zu dritt gegen fünf. Und wir hören weiterhin Thin Man irgendwo auf Metall, das heißt im Gebäude laufen. So. Und der Floater hebt natürlich einfach ab. Aus der flankierten Position, was soll's. Immerhin kann man da wiederum relativ leicht flankieren. Das ist immerhin ein kleiner Lichtblick. Der hier hinten ist immer noch hier. Er ist da direkt dahinter. Oho. Feuerwehr. Also ich denke, wir sollten uns erstmal um den hier hinten kümmern. Tja, Karabiner ins Gesicht. Kann halt immer noch schief gehen. Das heißt, wir werden sowohl Kalinowski als auch... Okay, wir werden nur Kalinowski brauchen. Das ist sehr cool. So, jetzt haben wir mal wieder eine geringe Sorge los. Das ist alles nur halbe Deckung. Aber wir haben 40% Chance dadurch, dass wir den Karabiner ausgerüstet haben. Und es wird prompt umgesetzt.
eine 59% Chance. Nehmen wir. So. Ich hatte gehofft, den hier oben jetzt direkt ausschalten zu können, um ihn hier hinten halbwegs sicher flankieren zu können. Was wir natürlich machen könnten, wäre hier hochlaufen. Mit Petrucci. Den da unten hoffentlich ausschalten durch Höhenvorteil. Und dann einfach hoffen, dass Petrucci nicht stirbt. Ah, wir versuchen es trotzdem. Weil die Thin Men werden bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Deswegen... Ach Gott. Ist das zum Weinen. So. Lara Mota hat eine 7% Chance, überhaupt irgendwas zu treffen. Das heißt, ja, wir werden sie einfach nochmal overwatchen lassen, nur für den Fall, dass sich irgendwas bewegt. Was ja aber nicht so viel bringt. Ah, immerhin wird sie beschossen. Und nicht Petrucci da oben. Das heißt, er kann natürlich immer noch von ihm beschossen werden. Und... Nein, wird er nicht. Das ist doch sehr positiv. Ja, bin ich jetzt wieder dran? Ich bin wieder dran, sehr schön. Okay, das heißt, mit Petrucci gehen wir jetzt all out und laufen noch mehr in die Flanke des Floaters, in der Hoffnung, da noch eine bessere Trefferchance rauszuholen. Und das tun wir nicht, weil es noch weiter weg ist, aber nein, hat das jetzt mal gereicht. Kalinowski hat schon einen Kill gemacht. Wir brauchen jetzt aber nur noch 5 Kills, weil einer unserer Leute verreckt ist. Und Lea Miller. Tja. Hier vor- und nachladen. Klingt ganz solide. Hossein sitzt eigentlich in einer guten Position. Zumal sowieso auf Kalinowski geschossen wurde. Von hier vorne konnte er ja, glaube ich, den Floater da gar nicht sehen. Das heißt, ich werde ihn mal nach hier holen. Und dann mal schauen, ob er das Ganze von vorne nochmal wiederholen kann. Kann er nicht. Ja, ich weiß auch nicht, da Motor hier rauszuholen. Das war eigentlich wenig zielführend. Aber wir können halt immerhin... Weil sie wird immer noch so schlecht treffen können. Ja, wir schauen erstmal, was Hussein kann. Nichts, weil sie nachladen muss. Das heißt, sie zieht sich gleichzeitig auch mal einen Schritt zurück, um aus der Line of Sight zu gehen. Und... Ja, komm, 37% Chance. Schade. So, das bedeutet, der Floater kann uns potenziell flankieren. Tut aber nicht, er bleibt einfach da, wo er ist, weil er ist Floater und fliegt sowieso über allen Wolken. Weiterer erfolgreicher Schuss von Lea Miller, die aber auch noch nichts getötet hat, dadurch, dass sie nur diesen Karabiner hat. Und Hossein macht den Kill. So. Ja. Jetzt kann man langsam mal anfangen, normal zu spielen. Nur noch gegen Thin Men. Ja. War doch bisher ein voller Erfolg. Wir laden einfach mal nochmal alle nach. Jetzt drängt uns ja nichts mehr zeitmäßig. Und Thin Men sind auch so für Rookies schwer genug. Vor allem für Rookies, die schon so angeschlagen sind. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, unseren Medic hinten zu halten. Sehr geil, sehr geil. Hallo? Oh mein Gott. Ja. Wir hatten also nicht wirklich Zeit, uns vorzubereiten.
Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil warum sollten wir auch? Sein kann auch genau nicht irgendwo sinnvoll hinlaufen. Das heißt, uns bleibt eigentlich fast nur mit Kalinowski dahinter zu dashen, was ich aber eigentlich auch ungern mache. Und Lea Miller sieht gar nichts. Immerhin ist gerade keiner in Overwatch, das heißt, ich kann mich halbwegs frei bewegen. Was auch immer es mir bringt. Vielleicht hierher. Da hätte ich nicht, also da hätte ich halt keinen Höhenvorteil wie hier, aber flankieren müsste sogar besser gelten. Ja, höhere Trefferchance. Und dann nehmen wir natürlich den, der näher an uns dran ist. Und nieten ihn einfach mal aus den Latschen. Sehr schön. Okay. So, was machen wir weiterhin? Ich würde mal behaupten, hier um die Ecke zu dashen wäre kein Fehler in diesem Fall. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht sogar... Naja, wir haben zwei Leute, die weit weg sind. Und einen Karabiner und einen Rifle. Das heißt, so gut stehen unsere Trefferchancen nicht. Ich hatte überlegt, ob ich die jetzt beide mit einmal ausgeschalten bekomme. Aber ich glaube, das wird nichts. Das heißt, wir werden uns einfach mal ein Stück hinter bewegen. Und ja, der eine wird sich sowieso wegbewegen. Was uns in dem Moment nichts nützt, da wir sehr wahrscheinlich kein Overwatch herstellen werden können. Und ich denke, Motor werden wir hier einfach mal nach drinnen ziehen. Da ist die sicherste und gleichzeitig sinnvollste Position. Kalinowski nach hier. Wird dann hoffentlich nicht beschossen, kann aber vielleicht sogar einfach steadyen. Und Lea Miller nach hier. Hat immerhin 7 Lebenspunkte. Die kann also auch ein bisschen was aushalten. Ja, 45% Chance, mal ein bisschen was zu verletzen hier. Besser als 0. Aber immer noch nicht getroffen. So. Das ist doch wiederum sehr schön. Das war ein schöner taktischer Fehler. Und einmal Säure. Okay. Das heißt, diese Runde sollten wir das Ganze eigentlich klären können. Also, was ich das letzte Mal nicht erklärt habe, diese Säure, die gespuckt wurde. Ah, ich habe es vielleicht erklärt. Die macht halt Schaden, wenn wir uns dementsprechend bewegen. Also, wenn wir irgendeine Aktion machen, die nicht Hunker Down ist. Und, so, Petrucci ist auf jeden Fall unser Held des Tages. Hat alleine 4 Kills gemacht oder sowas. Und das gegen unglaublich überlegene Gegner. Die Frage ist nur, wie wir uns jetzt bewegen, damit wir diesen werten Herrn Thinman möglichst ausschalten. Und zwar heute. Wir können Lara Mota nicht so sinnvoll ranholen. Wir können es halt von hier versuchen. 17% Chance, nein. Das heißt, wir bewegen uns einfach zurück. Und Miller braucht jetzt eigentlich auch nicht vorzulaufen. Kalinkowski hat ja immerhin seine Waffe ein bisschen beruhigt. Das heißt, er hat eine leicht höhere Trefferchance. In dem Moment nützt es uns wenig. Okay, das heißt, wir holen Miller hierher und bereiten dann für die nächste Runde vor, dass sie schießt und ankert hier einfach, weil das kostet nichts. So. Und da hat der werte Herr Thinman doch prinzipiell, wenn wir... Was wir nicht können, schade. Ich würde gerade sagen, wenn wir hier rum hätten laufen können, hätten wir ihn flankieren können.
Aber wir haben auch so eine 49% Trefferchance, die nehmen wir doch. Schade. So, Overwatch bedeutet, dass hier nichts von uns sich über diesen Korridor bewegen wird. Petrucci kann sich auf jeden Fall hier nicht durchbewegen, das heißt, er muss irgendwo ein... Hä? Wie weit kommt er? Es muss auch irgendwie gehen, dass man sozusagen Wegpunkte vergibt. Ich weiß nur leider nicht, wie genau das funktioniert. Denn ich habe es bisher, da ich ja jetzt erst Long War angefangen habe, nicht für nötig befunden, sozusagen. Tja, Motor, dann gib doch einfach mal Overwatch. Miller, du auch. Das ist zwar keine Position, wo uns das irgendwas nützt, aber... Und der Thin Man kommt näher. Immer nicht ganz in die Flanke. Ja, Hossein ist halt immer noch vergiftet. Das sieht man an dem bisschen roten Pfeil. Was in dem Moment relativ bescheuert ist. Das heißt, wir müssen wohl mit Kamikaze irgendwie den Kill machen. So bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wir ihn immerhin so halbwegs umzingeln können werden. Das dürfte er nicht mal sehen von der Reichweite her. Das heißt, wir können hierher gehen, ohne uns Overwatch-Feuer einzufangen. Ich würde eigentlich ganz gern noch irgendwie ein bisschen Overwatch haben. Für wenn er sich dann noch den letzten Schritt vorbewegt. Das heißt, wir versuchen das einfach mal von hier. Tja, und Hossein muss jetzt wohl in den sauren Apfel beißen und sich einfach mal ein Stück wegbewegen, weil sonst wird es hier ekelhaft. Und musste sogar noch der gegen die Panik resistieren. Versuchen. Durch die Verwundung. Ja, so ist das. Okay, dann schauen wir einfach mal, dass wir hier noch die Gasgranate hinkriegen. So, das... Oh ja, es hat natürlich noch einen Lebenspunkt weggenommen. Doof. Und Overwatch. Daneben, jawohl. Das heißt, der Thin Man da wird einfach wieder in Overwatch gehen. Genau, damit wir uns nicht bewegen können. Tja. Wir haben keine allzu gute Chance mit Kalinowski. Das heißt, er wird einfach mal eine Runde nachladen. Und wir legen stattdessen mal alle Hoffnung auf Herrn Petrucci, mal wieder. Dass er unseren Thin Man da irgendwie aus der Deckung bekommt. Genau so. Zum Bleistift. Die Frage ist halt nur, wie er sich bewegen wird. Es wäre gut, wenn wir diesen Kanal hier abdecken würden. Das würden wir tun, wenn Mota jetzt von dieser Position hier aus Overwatch. Und wenn wir gleichzeitig die Enden, die wir jetzt ziehen, abdecken. Und zwar wenigstens mit Lea Miller. Denn er hat nur noch einen Lebenspunkt, das heißt auch sein Karabiner ist potenziell tödlich. Und da wählt er die Seite mit nur einem Overwatch. Und mit Lea Miller haben wir noch einen Kill. Oh. Mann, Mann, Mann. Was für eine Mission. Tja. Das heißt, wieder ein ganzes paar Leute in der Mad Bay. Und nicht alle haben meinen Abschuss gemacht, meines Erachtens nach. Das UFO fliegt immer noch über Russland. Ja. Ich werde die Folge nicht mit dem vorher Geschehenen zusammenschneiden, einfach weil das bisher schlecht geklappt hat. Wir haben immerhin 3 Promotions und Petrucci hat sogar 4 Kills bekommen. Unglaublich. Das heißt, er wird dann auch relativ schnell weiter aufsteigen. Immerhin was. Ja, 6 Floater, 3 Thin Men, keine Sektoiden mehr. Das ist schon ziemlich bitter. Remember.
Okay. Was lernen wir davon? Nicht mehr nur Rookies schicken. So, das heißt, ich lasse das Ganze jetzt nochmal fix weiterlaufen. Vielleicht sehen wir ja noch, was das UFO vorhat. Gar nichts. Sehr schön. Okay, wir haben den Lift fertig. Das heißt, wir graben hier schon mal aus. Und in 5 Tagen können wir dann einen Satellite Uplink und so weiter bauen. So. Und das heißt, der neue Satellite Uplink sollte vielleicht gerade so stehen, bevor Monatsende ist. So, ein Medium-UFO über Frankreich. Wir, denke ich, ignorieren es, genau, weil wir nur 2 Möglichkeiten haben. Und wir sollen noch 6 unserer 7 Sektoiden für einen Wissenschaftler weggeben. Ja, ich würde das trotzdem mal machen. So. Und dann schauen wir mal, was mit dem kommt. So, das wird ein Satellitenhunter sein. Das heißt, er wird unseren Satelliten über Frankreich abschießen wollen. Weil er, das erkenne ich daran, dass er hochfliegt. Und wir haben immer noch nur die beiden Abfangjäger bereit. Das heißt, wir lassen ihn jetzt einfach mal machen. We will now be unable to track any UFO contacts over that particular nation. Yep. Okay. So, dann können wir doch gleich mal schauen, wie sehr die Panik in Frankreich sich erhöht hat. Ah, nur ein bisschen. Also, es geht noch. Und genau aus diesem Grund habe ich vorhin noch einen Satelliten in Auftrag gegeben und jetzt können wir direkt noch einen zweiten in Auftrag geben. So. Das wäre das. Okay, auf jeden Fall werde ich jetzt auch Schiffs in zukünftige Missionen mitnehmen. Zumindest das eine, was wir im Moment haben. Und wir können das erste Mal Waffenfragmente abgeben für Engineers. Aber für einen würde ich das eigentlich eher lassen wollen. Ein Request von Nordamerika. Ich glaube, das müsste der Satellit über Mexiko sein. Genau. Okay. Kann es von mir aus auslaufen. So, und eine weitere Abtouch. Ja, da wir ja jetzt gerade schon eine Mission gesehen haben, würde ich die dann auf die nächste Folge verschieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich mir beim Verzweifeln zuzuhören. Und wir sehen uns zur nächsten Folge dann mit besser geeigneten Soldaten. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.